Da hinten ist das wohl teuerste Gas, was wir je gekauft haben. Einige sagen auch der schlechteste Deal aller Zeiten. Fracking. 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 Liquefied natural gas. LNG. Hergestellt mit Fracking und dann als flüssiges Gas nach Deutschland verschifft. Earthquakes and looting of underground water systems. Germany paid more than any other country in the world. Alles mit dem Argument, dass wir so unsere Kohlekraftwerke abschalten können. Möge man sich vorstellen, was passiert, wenn wir 2024 sagen müssen, wir haben nicht genug Gas, wir müssen die Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen. Überall um mich rum hier sind Fabriken und ich darf die nicht zeigen, denn der Sheriff war gerade da und hat mir ziemlich eindrücklich gesagt, dass ich das besser nicht tun sollte. Handelt es sich hier um einen unfairen Deal? This is really good for American business, but the fact that we're talking methane is even more destructive to the environment than coal. Oder ist es ein notwendiges Übel? Und wie sehen Alternativen aus? Mein Name ist Jakob Auton, ich bin Wissenschaftsjournalist und YouTuber und heute will ich mir LNG einmal genauer anschauen und der Frage nachgehen, ob es wirklich eine Lösung für unser Gasproblem ist oder nicht. Ein großer Teil des LNG-Gases aus den USA, was in Deutschland ankommt, entsteht durch unkonventionelles Fracking. Ein Verfahren, was in Deutschland seit 2017 verboten ist. Hierbei wird zuerst ein bis zu 5 Kilometer tiefes Loch gebohrt. Ganz unten geht nochmal eine bis zu 1,5 Kilometer lange Bohrung zur Seite ab. Im nächsten Schritt, dem eigentlichen Fracking, wird mit rund 1000 Bar ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien in den Boden gepresst. So wird der Boden unten aufgesprengt und das im Boden enthaltene Gas und Öl kann entweichen. Krass. So wirklich mitten im Nirgendwo. Und das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dieser Unterschied. Fracking, das wird so eine Woche, vielleicht zwei Wochen betrieben. Da wird wirklich dann der Boden aufgemacht. Und danach kann über sehr lange Zeit hier das Erdgas oder auch das Erdöl gefördert werden. Und das passiert bereits jetzt in Massen und das hat einen guten Grund. Aber gehen wir etwas zurück in der Zeit. Anfang der 2000er gab es ein großes Problem für die USA. Die Statistik zeigte, dass die USA immer mehr von Ölimporten abhängig war, während der eigene Export an Öl gering war. Und da fiel ein Satz sehr häufig, den wir auch in Deutschland in letzter Zeit gut kennen. Because if we're going to end our dependence on foreign oil, we've got to develop every single source of American energy. Und einer der großen Schritte hierfür war, mehr Öl zu Hause zu produzieren. Etwas, was durch Fracking wieder möglich war. Heute ist die USA zu einem der größten Gas- und Ölexporteure der Welt geworden. Und auch Deutschland erhält Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten. Doch zu welchem Preis? Und wie sinnvoll kann das Ganze sein, wenn man sieht, welche Folgen es hat und auch, wie widersprüchlich das Ganze teilweise wirkt? Ich bin hier in Port Arthur unterwegs. Das ist so ja, typisch Texas, super viel Ölindustrie. Und hier kann man tatsächlich auch ganz gut die Folgen von LNG-Gas und natürlich von Fracking sehen. Und hier bietet jemand eine Tour an, die so ein bisschen pervers klingt. Es ist eine Toxic-Tour. Und genau die will ich jetzt machen. Mal gespannt, was ich da sehen werde. John Beard hat 38 Jahre in der Ölindustrie gearbeitet. Nun ist er zu ihrem Feind geworden, denn er sagt, dass die Folgen der Förderung und Verarbeitung für die Menschen vor Ort zu schlimm geworden sind. Er nimmt uns mit auf eine Toxic-Tour, um die Ausmaße des Ganzen zu zeigen. The earthquakes that have come from it. Die Erdbeben, die dadurch ausgelöst wurden, die Verschmutzung von Grundwasserleitungen, sowie in einigen Fällen, in denen das Gas selbst praktisch aus dem Boden aufgestiegen ist und das Leben und die Gesundheit in den Gemeinden beeinträchtigt hat. Aus industrieller Sicht hat Fracking zwar etwas Gutes bewirkt, aber was die Gemeinschaft und die Umwelt betrifft, war es keine sehr gute Sache. Fracking steht im Zusammenhang mit vielen unterschiedlichen Umweltfolgen. Eines der größten Probleme, die Verschmutzung von Wasser. Für das Fracking werden viele verschiedene Chemikalien benötigt. Über 1000 Chemikalien sind bekannt, die verwendet werden. Diese werden mit Wasser und Sand gemischt. Nachdem das eigentliche Fracking, also das Aufbrechen des Bodens, abgeschlossen ist, bleibt das Wasser und auch der Sand als Abfall über. Da hinten drin, da ist jetzt das Wastewater, also das Abfallprodukt vom Fracking, sozusagen wieder rausgepumpt. Und da sind einige Chemikalien noch drin, die halt beim Fracking verwendet wurden. Das Ganze ist hochgiftig. Ja, und das wird hier in Massen in diesen Tanks gespeichert, weil was will man damit sonst auch machen? Es gibt in der Regel drei Optionen. Die erste ist die Aufbereitung des Wassers. Etwas, was logisch klingt, aus Kostengründen aber oft nicht gemacht wird.
Als zweite Option kann das Wasser in alte Löcher gepumpt werden, nachdem das Gas aus einer Frackingstelle geerntet wurde. Und als dritte Option kann das Wasser in Tanks oder teilweise sogar in offenen Becken gelagert werden. Es gefährdet unzählige Millionen von Menschen hier im Süden des Golfs, aber auch Menschen in der ganzen Welt, sogar in Europa. Die Sorgen von Menschen in der Region von Fracking-Anlagen, aber auch vor den Raffinerien ist groß. Und viele Orte direkt an den Anlagen sind nur noch wenig bewohnt. So auch das sogenannte Cancer Alley, ein 130 Kilometer langer Bereich, in welchem Wohnhäuser und Öl- und Gasindustrie direkt nebeneinander liegen und der seinen Namen erhalten hat, da es hier eine deutlich höhere Anzahl an Krebsfällen gab als im Rest der USA. Überall um mich rum hier sind Fabriken und ich darf dir nicht zeigen, denn der Sheriff war gerade da und hat mir ziemlich eindrücklich gesagt, dass ich das besser nicht tun sollte. Rechtlich durchaus schwierig, aber ganz ehrlich, ich will mich hier nicht mit der Justiz anlegen. Aber es ist auch ganz spannend, denn das führt zu einem Punkt, den ich sehr wichtig finde. Ich habe hier einen Bericht vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Und zwar sagen die, zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine wissenschaftlich belastbare Studie, aus der ein eindeutiger ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Fracking-Verfahren bei der Erdgasförderung und signifikant höheren Risiken an Krebs zu erkranken hergeleitet werden könnte, bisher noch nicht erstellt worden ist. Das ist erstmal ganz logisch. Also einen Zusammenhang zwischen einer Sache und einer Krebserkrankung herzustellen, ist extrem schwierig. Aber wir sind hier im sogenannten Cancer Alley. Das ist eine Region in Amerika, wo es deutlich mehr Krebserkrankungen gibt als überall sonst im Land. Und ich habe hier ein paar Aktivisten getroffen. Und die haben gesagt, immer wenn eine Studie rauskommt, die da einen Zusammenhang aufzeigt, dann bezahlt die Industrie drei weitere Studien, die das Gegenteil behaupten. Natürlich ist das eine Aussage, die ich nicht prüfen kann. Es kann auch falsch sein. Aber wenn ich mir überlege, wie schnell der Sicherheitsdienst hier war, wie der Sheriff hier hingekommen ist, um uns einzuschüchtern, das lässt einen schon nachdenklich zurück. Ein erster Punkt zeigt sich bereits, und zwar, dass Fracking und die Öl- und Gasindustrie für die Gesundheit der Menschen und die Natur vor Ort ein Problem sind. Anwohner, die ich vor Ort getroffen habe, haben mir unter anderem erzählt, dass die Kontrollen der Anlagen hier nicht regelmäßig stattfinden und die Chemikalien, die hier verwendet werden, oft als Geschäftsgeheimnis gelten. Etwas, was sich mit meinen Recherchen durchaus deckt. Gerade unter Trump gab es eine Bewegung, die viele Regeln abgeschafft hat. Aber es gibt noch ein weiteres Problem, was über die lokale Gefahr hinausgeht. Okay, also hier wird jetzt gerade Fracking betrieben, beziehungsweise das Fracking ist schon vorbei, jetzt wird hier Gas gefördert. Und einer der großen Probleme beim Fracking ist ja das Thema Methan, also der Methanausstoß. Gas und Erdöl haben sich über 15 bis 600 Millionen Jahre gebildet. Dabei ist organisches Material, also Material, das aus Substanzen stammt, die mal gelebt haben, wie Pflanzen oder auch Tiere, unter hohem Druck zusammengepresst worden, sodass daraus unser fossiler Energieträger wurde. Und nun sind Gas und Öl unten in der Erde eingeschlossen. Ein großer Teil des Gases dort unten besteht aus Methan. Etwas, was man vielleicht eher mit pupsenden Kühen in Verbindung bringt. Aber eigentlich ist es auch das Produkt, was wir bei uns zu Hause zum Heizen oder teilweise zum Strom erzeugen nutzen. Es gibt nur ein Problem. Methan ist in einem Zeitraum von 100 Jahren 28 mal klimawirksamer als CO2, wenn es in die Luft gelangt. Und viele Fracking-Anlagen haben Lecks, bei denen genau dieses Methangas entweicht. Einer der Sachen, die wir gerade nicht sehen konnten bei der Anlage, ist tatsächlich mega relevant und vielleicht sogar ein Grund, warum das Ganze hier nicht wirklich sinnvoll ist, was wir tun. Ich habe eine spezielle Kamera bzw. Bilder von einer speziellen Kamera, mit der man das Ganze sehen kann. Das ist eine Wärmebildkamera und die zeigt, dass dort Methan austritt. Methan ist eigentlich was für uns sehr Wichtiges, denn damit heizen wir. Das ist sozusagen der Bestandteil vom Erdgas, den wir haben wollen. Das Problem ist nur, wenn der in die Luft entweicht, ist der extrem klimaschädlich. Und das ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem, weil sowohl bei der Förderung als auch beim Transport wird immer ein gewisser Teil Methan ausgestoßen. Robert Habeck hat ja gesagt, dass wir das LNG-Gas brauchen, damit wir die Kohlekraftwerke abschalten können. Jetzt möge man sich vorstellen, was passiert, wenn wir 2024 sagen müssen, wir haben nicht genug Gas, wir müssen die Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen. Doch stimmt das wirklich? Ich habe hier eine interessante Prepin-Studie von Professor Robert Howard von der Cornell University. Laut ihm ist die Treibhausgasbilanz von LNG im besten Fall gleich mit der von Kohle, im schlechtesten Fall aber bis zu 270% schlechter. Hierbei ist unter anderem entscheidend, dass sich Methan im Gegensatz zu CO2 langfristig umwandelt. Deshalb sind in den ersten 20 Jahren die Emissionen deutlich höher, als wenn man das Ganze auf 100 Jahre hin betrachtet. Dies hat große Einflüsse auf den Effekt. Doch wenn man ganz ehrlich ist, ist dieser kurze Zeitraum für uns
durchaus relevant. Ich habe mich mit ihm zu einem Gespräch verabredet, denn wenn seine Berechnung stimmt, dann wäre der LNG-Deal nicht nur teuer, sondern würde auch sein Ziel weit verfehlen. Wir gehen davon aus, dass in den USA etwas mehr als 2,5% des Methans im Schiefergas bei der Erschließung unverbrannt in die Atmosphäre abgegeben werden. Und wegen dieser CO2-Emissionen, die mit dem Prozess und dem Methan verbunden sind, hat Schiefergas einen Treibhausgas-Fußabdruck, der ungefähr dem der Kohleverbrennung entspricht. Die Treibhausgasbilanz von Schiefergas wird noch schlechter, wenn wir es verflüssigen. Unter den besten, optimistischsten Bedingungen bei Verwendung der modernsten Tankschiffe und bei vorsichtigem Vorgehen ist die Treibhausgasbilanz von LNG mehr als 25% schlechter als die von Kohle. Ein erstes Problem sieht Howarth beim Bau der Frackingstelle, was bei LNG ja entscheidend ist, da ein großer Teil des LNGs aus Fracking stammt. Es ist ein energieintensiver Prozess, diese sehr, sehr tiefen und langen Bohrlöcher zu bohren. Das Hydraulic Fracturing selbst verbraucht eine enorme Menge an Energie, sodass allein bei der Erschließung des Brennstoffs eine Menge Kohlendioxidemissionen entstehen. Nach dem Bau der Fracking-Anlage ist der wohl wichtigste Punkt die Methanlecks. Keine Anlage ist perfekt und immer geht ein Teil von Methan in die Luft, ob durch undichte Stellen, defekte Flares oder auch teilweise bewusster Rohre geleert werden müssen. Und auch stillgelegte Anlagen sind ein großes Problem. Diese Emissionen, die können entweder durch Messungen an den Anlagen selbst, durch Überflüge mit Flugzeugen und speziellen Kameras oder auch durch Satelliten gemessen werden. Howarth bezieht sich unter anderem auf 12 Studien mit Überflügen oder Satellitendaten. Hier wurde eine große Spanne an Leckraten gefunden, also die Menge an Methan, die dort entweicht. Diese Werte, die reichen von 0,4 bis 17%. Howarth sagt, dass er für seine Berechnung von all den Studien einen Durchschnittswert von 2,6% nimmt. Ein Wert, der später nochmal wichtig wird. Im nächsten Schritt wertet er noch den Transport und die Verwendung des LNGs vor Ort aus, wobei er sich auf die Stromproduktion fokussiert, statt auf die Verteilung des Gases an Häuser. Und das ist überraschend. Immerhin gehen 32% des Gases in Deutschland zum Heizen an Häuser und nur 12% werden für die Stromproduktion verwendet. Wenn man Gas in eine Stadt leitet und es an Haushalte und Geschäftsgebäude verteilt, erhöhen sich die Leckagen um weitere 2,5%. Aber das habe ich in dieser Studie ignoriert, denn das ist ja nicht das, was in die LNG-Anlagen geht. Stattdessen gehe ich davon aus, dass selbst am Bestimmungsort, an dem das Gas in einer Hochdruckpipeline zu einer Stromerzeugungsanlage geleitet wird, die Emissionen höher wären als von mir geschätzt, als wenn das Gas stattdessen zur Beheizung von Gebäuden in europäischen oder chinesischen Städten verwendet würde. Das Ganze ist aber wie gesagt eine Preprint-Studie. In Deutschland werde ich mich noch einmal mit Forschern treffen, um das Ganze einzuordnen. Aber einer der Punkte, der im Paper genannt wird, den kann ich auch noch in den USA sehen. Und zwar ein weiterer Grund, wieso LNG keine gute Bilanz hat. Ich besuche die letzte Station, bevor das Gas nach Deutschland kommt. Das ist also so ein Terminal. Hier kommt das LNG her. Da hinten ist so ein Frachter. Vielleicht ist da das Gas drauf, was wir dann in Deutschland nutzen. Das Gas vom Fracking kommt nun mit Hilfe von Pipelines zu sogenannten Verflüssigungsanlagen, die meist direkt an den LNG-Terminals dran sind. Was hier im Endeffekt passiert ist, dass das Gas, also das Erdgas, nochmal gereinigt wird, sodass fast nur noch Methan übrig bleibt und dann in mehreren Stufen extrem heruntergekühlt werden kann. Dadurch wird das Gas flüssig und Flüssigkeiten brauchen weniger Platz, und zwar nur ein 1/600 vom Ursprungsvolumen. Aber ich sage ja, es ist wirklich krank. Es hat also wirklich übersteigt alles, was ich mir vorgestellt habe. Hier ist alles voll mit dieser Industrie und diese unglaublich schöne Natur ist direkt daneben und man denkt sich so, was passiert hier? Das lässt mich wirklich nachdenklich zurück. In Texas werden aktuell unglaublich viele Terminals gebaut. Allein in Port Arthur befinden sich bereits 2 LNG-Terminals und ein weiteres befindet sich im Bau. Viele der Terminals werden auch mit deutschem Geld gebaut, so wie CP2 LNG hier in Louisiana. Ich besuche John Allaire, der nur wenige 100 Meter von den neuen LNG-Terminals entfernt wohnt. Dies ist ein Grundstück, das ich 1998 gekauft habe. Es handelt sich um 300 Hektar Sumpfland und Strand am Golf von Mexiko. Auf dieser Karte ist eingezeichnet, wo wir uns gerade befinden, nämlich bei diesem kleinen X am Rande der Karte.
Und das ist der Ort, an dem das Commonwealth LNG Export Terminal gebaut werden soll. Hier befindet sich die bestehende Venture Global Anlage. Und dies ist das zusätzliche Sumpfgebiet, auf dem Venture Global die Größe der bestehenden Anlage verdoppeln oder verdreifachen will. Das LNG Terminal neben John Allaires Grundstück wird durch die Energie Baden-Württemberg AG finanziert und die Verträge, die laufen einfach über 20 Jahre. Eine ziemlich lange Zeit mit einem ziemlich stattlichen Preis. Germany, if you look at the US Energy. Auf der Website der US Energy Information Administration können Sie nachsehen, wer im Jahr 2022 wie viel für LNG bezahlt hat. Und von allen großen Abnehmern von LNG hat Deutschland mehr bezahlt als jedes andere Land der Welt. Allein der Bau der Terminals in Deutschland kostet über 6 Milliarden Euro. Aber nicht nur das Gas selbst ist teuer, sondern auch der Transport des Gases wird immer teurer. Und das Gas, was in Europa ankommt, das kostet am Ende ein Vielfaches von dem, für was es in den USA verkauft wird. Gebaut werden die LNG-Terminals gerade trotzdem. Das alles da hinten, das soll alles LNG-Terminal werden. Also diese Ausmaßen, das ist irre hier. Das ist eine von vielen verschiedenen Baustellen, wo die diese LNG-Terminals hinbauen. Und wir in Deutschland, wir haben uns dazu verpflichtet, für sehr, sehr lange Zeit das Gas hier abzunehmen. Und das zu einem ziemlich hohen Preis, sowohl für die Umwelt als auch einfach finanziell. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der richtige Weg ist. Ich will mir auf jeden Fall in Deutschland nochmal anschauen, was es vielleicht für Lösungen vor Ort gibt, weil dann braucht man diesen ganzen Aufwand hier nicht. 4 bis 7 Wochen ist das Schiff nun mit dem Gas unterwegs. Zeit, in der das Methan bei minus 161 Grad im Schiff gelagert wird, damit es flüssig bleibt. Denn so kann das gleiche Schiff etwa die 600-fache Menge an Gas transportieren. Diese flüssige Lagerung hat allerdings einen großen Nachteil. 10 bis 20% der Energie, die in dem Gas enthalten sind, muss aufgebracht werden, um die Kühlung zu betreiben. Für mich geht es nach Hause. Dort will ich nun Fragen an die Politik stellen und klären, was unsere Alternativen sind. Bevor ich mir eine Alternative für LNG-Importe in Deutschland anschaue, will ich noch die Studie von Robert Howarth einordnen. Denn es gab auch Kritik daran, und zwar aus Deutschland. Daniel Münter ist Experte am Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg und er kritisiert die Studie. Man kann bei jeder Studie trifft man Entscheidungen, welche Dinge man miteinander vergleicht und welche Daten man wie einbindet. Und der Herr Howard hat sozusagen an diesen Punkten, wo er eine Wahl hatte, die Regler alle auf maximal gedreht. Also er hat sozusagen überall die ungünstigste Variante gewählt, beziehungsweise manchmal auch Dinge, die der realen Lieferkette von Öl und Gas nicht entsprechen. Und dann kommt so ein krasses Ergebnis am Ende raus, was dann auch nicht hilfreich ist. Der wohl größte Kritikpunkt bezieht sich auf die Methanemissionen beim Fracking. Denn oft werden Öl und Gas beim Fracking gleichzeitig gefördert. Das ist nämlich ein ganz heißes Thema. Man misst in der Atmosphäre, dass dieses Methan freigesetzt wird. Man misst sozusagen den Gehalt in der Atmosphäre. Man weiß, das muss da irgendwo aus dieser Öl- und Gasförderung rauskommen. Und was darum ganz viele Studien einfach nur angeben, ist, die messen die Gesamtmenge oder schätzen die ab, die in einem Fördergebiet freigesetzt wird und beziehen das dann nur auf die Erdgasförderung. Die sagen dann, pro Kubikmeter gefördertem Erdgas wird so und so viel Methan freigesetzt. Das ist jetzt erstmal einfach so ein Vergleichsmaßstab, der sich so ein bisschen etabliert hat in diesen Studien, der aber nicht hilft, wenn man zwei Energieträger miteinander vergleicht und diese Umweltlasten eigentlich sauber diesen Energieträgern zuteilen will. Und das macht Herr Howard auch nicht. Gas und Öl werden also parallel gefördert, doch die Methanlecks, die werden nur der Gasförderung zugeordnet. Ein weiterer Kritikpunkt Münters ist, dass Öl und Kohle eigentlich schwer zu vergleichen sind. Denn wie wir bereits gesehen haben, wird deutlich mehr Gas zum Heizen verwendet als für die Stromerzeugung. Und beim Heizen wird Kohle eigentlich nur noch bei Fernwärme verwendet. Hierauf hatte Howarth bereits gesagt, dass dies keinen großen Unterschied beim Ergebnis machen würde. Wenn überhaupt, würde es wohl die Bilanz für LNG-Gas verschlechtern. Und gleichzeitig war natürlich auch Robert Habecks Argument, dass wir das LNG-Gas ja brauchen, um die Kohlekraftwerke abzuschalten. Also, was macht man nun mit der Kritik? Es ist schwer, darauf eine finale Antwort zu geben. Aber am Ende sind sich eigentlich beide Seiten einig, denn sowohl Howard als auch Münter sagen, dass wir ein Ende von Gas und Kohle brauchen. Doch was ist eigentlich die Alternative zu Erdgas?
Bevor ich mit der Politik ins Gespräch gehe, wollte ich mir noch anschauen, was gibt es eigentlich für Alternativen zu Erdgas und LNG-Importen. Und tatsächlich habe ich was gefunden und das hat hiermit zu tun. Es geht um Biogas. Biogas wird in Deutschland oft als die Alternative zu Erdgas genannt. Und es klingt charmant. Aus Bioabfall, Gülle oder angebauten Pflanzen kann man in einem Reaktor Biogas herstellen. Etwa 3 bis 4 Wochen lang vergären die Pflanzen oder die Reste. Das funktioniert, da Bakterien diese Stoffe essen und bei der Verstoffwechselung unter anderem Methan ausscheiden. Also der Stoff, aus dem auch das Erdgas ist. Okay, also wir sind hier bei der Anlage. Was wird hier genau gemacht? Ja, das ist eine Biogasanlage, eine klassische Biogasanlage, die direkt aus Substraten, Mais und so weiter Strom und Wärme produziert. Da hinten sieht man den Mais. Ja. Hier sieht man Mist, also sieht aus, als würde es vom Bauern kommen. Was wird hier genau alles verarbeitet? Also wir verarbeiten 3 Substrate im Wesentlichen. Das ist der Mais als Ganzpflanze geerntet und geschreddert. Dann setzen wir Pferdemist ein, das ist das, was wir hier vorne sehen, und auch Geflügelmist. Das Potenzial von Biogas ist schon echt spannend. Also gerade wenn es halt wirklich um Müll geht oder auch um Gülle. Wenn Gülle sonst einfach offen gelagert und zum Düngen verwendet wird, entweicht auch Methan in die Luft. Wird sie im Reaktor vergärt, produziert sie Energie. Bis zu 90% weniger Methan gelangt in die Luft und am Ende entsteht auch noch Mineraldünger, der genutzt werden kann. Doch das Problem ist, extra angebauter Mais macht einen nicht unbeträchtlichen Anteil vom Material für die Anlagen aus. Das hat auch den Bund auf den Plan gerufen, der einen Maisdeckel eingeführt hat. Aktuell darf nur 40% des Materials in der Biogasanlage Mais sein. 2026 nur noch 30%. Denn gerade wenn der Mais extra für die Biogasanlage angebaut wird, nimmt dies natürlich Flächen weg, die man eigentlich für den Anbau von Lebensmitteln bräuchte. Und gleichzeitig steigen auch die Kosten für zum Beispiel Mais dadurch, dass die Nachfrage größer wird und die Artenvielfalt, die wird auch noch bedroht. Doch das ist nicht mal das Hauptargument, denn man kann die Anlage auch mit Gülle und Mist betreiben, was zum Beispiel in Dänemark gemacht wird, wo Biogas bereits jetzt 25% des Gasverbrauchs ausmacht. In Deutschland sind es gerade mal 1%. Wie viel Energie wird jetzt hier produziert? Natürlich ist das abhängig davon, wie viele Rohstoffe uns zur Verfügung stehen. Haben wir eine schlechte Ernte, wird weniger Energie produziert. Eine gute Ernte bedeutet mehr Energie. Aber in den letzten Jahren sind es jeweils so 6 Gigawattstunden, also 6 Millionen Kilowattstunden Strom und Wärme, die gleiche Größenordnung zusätzlich. 3000 Haushalte mit Strom und 600 bis 700 Haushalte kann man mit Wärme versorgen. Mit der Anlage hier. Ja. Das ist schon mal eine Menge. Ja. Biogas kann in herkömmlichen Gasheizungen noch nicht verarbeitet werden. Aber durch eine Veredelung kann es noch einmal aufbereitet werden, sodass es chemisch dem Erdgas entspricht und in unser Gasnetz eingespeist werden kann. Also hier entsteht jetzt Biogas. Ja. Das ist nicht gleichzusetzen mit Erdgas. Und der größte oder einer der größten Unterschiede ist ja der Methangehalt. Wie hoch ist der Methangehalt hier in der Anlage? Bei uns schwankt der Methangehalt zwischen 50% und 52%. Also an diesem Standort macht die Veredelung eigentlich wenig Sinn, weil wir eine sehr gute Wärmenutzung haben. Und die Biomethanherstellung, also aus Biogas Biomethan zu gewinnen, das man ins Erdgasnetz einspeist, macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn man das Gas anders verwerten will, also in Blockheizkraftwerken, die beispielsweise direkt gebunden sind an Hallenbäder, an Krankenhäuser, an Wohnblocks, um die Wärme auch dort 100% nutzen zu können. Also das heißt, wichtig, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, Biogas ist nicht gleich Erdgas. Chemisch ist das ein Unterschied. Und wenn man jetzt sagt, hey, man möchte wirklich Erdgas direkt ersetzen, heißt in unsere Pipelines einsetzen, dann müsste man es veredeln. Und das ist dann tatsächlich nochmal eine deutlich kompliziertere Geschichte. Die Herstellung von dem veredelten Biogas ist teuer. So teuer, dass es sich nur lohnt, wenn es stark gefördert wird, beziehungsweise eine gewisse Einspeisevergütung garantiert wird. Das war lange Zeit der Fall, welche allerdings nun nach und nach zurückgefahren wird, mit der Folge, dass viele Biogasanlagen stillgelegt werden. Ich habe auch tatsächlich mit relativ vielen Landwirten während der Recherche gesprochen und sie gefragt, ja, wie stehen Sie denn zu dem Thema? Und die Sache, die ich wirklich oft gehört habe, ist, naja, eine Biogasanlage zu betreiben, ist ziemlich viel Arbeit. Und im Zweifelsfall lohnt es sich kaum. Also man kann oft gerade so die Betriebskosten reinbringen, gerade wenn es eine kleine Anlage auf dem Hof ist. Eine Sache, die ich schon gemerkt habe, bei den Landwirten, mit denen ich gesprochen habe, war es in der Regel schon so, dass sie selber nicht so richtig hinter dem Konzept der Biogasanlagen standen.
Eine Studie aus dem Jahr 2022 kommt zu dem Schluss, dass sich etwa die Hälfte des Erdgases zur Stromproduktion mit Biogas ersetzen ließe. Insgesamt schätzt sie aber, dass sich die Menge an Biomethan im gesamten Gasmix nur auf etwa 3% hochskalieren ließe. Ich persönlich denke, Biogasanlagen sind eine spannende Geschichte und definitiv etwas, was man machen sollte, gerade wenn man hier Abfälle aus der Landwirtschaft verwenden kann, Mist, Gülle und so weiter. Aber komplett das Erdgas und LNG-Importe ersetzen, das wird wahrscheinlich eher schwierig sein. Was soll man also von dem Thema halten? Am Ende wurden diese Entscheidungen aus der Politik heraus getroffen. Und ich möchte mit der Politik ins Gespräch kommen. Dafür bin ich an einen Ort gefahren, wo das geht. Und zwar zum Weltwirtschaftsforum Davos. Dort treffe ich Omid Nuripur, Bundestagsmitglied und Bundesvorsitzender der Grünen. Diese LNG-Deals, die da getroffen wurden, war das vielleicht überall, was da teilweise gemacht wurde? Weil tatsächlich, ich habe Amerikaner getroffen, die mir gesagt haben, okay, das war schon krass. Niemand hat so viel Geld gezahlt wie die Deutschen für das LNG-Gas. Letztes Jahr hatten wir eine Situation, wo von heute auf morgen plötzlich die zentralen Zulieferungen aus Russland einfach weggeblieben sind. Und da muss man schnell handeln. Ehrlich gesagt, die Fälle in Texas kann ich nicht beurteilen. Ich kenne die nicht, aber ich kann über unsere eigenen Energieterminals was sagen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel auch so manche Lücken schließen können, weil wir uns europäisch geholfen haben. Und nicht alles, was in LNG kommt gerade, ist für Deutschland. Jetzt ist es so, dass viele von den LNG-Terminals ja nicht annähernd ausgelastet sind. Sind das nicht alles in diesem Jahr? Manche auch, also ich sage jetzt mal abbaubar. Ja? Manche sind auch quasi. Aber ich meine, da wurde sehr viel Geld rein, gemietet, aber dann auch, glaube ich, für 15 Jahre, 20 Jahre teilweise. Ja. Ich habe es nicht, weiß ich nicht. Okay. Ja, ja. Aber sozusagen ist es schon für eine sehr, sehr lange Zeit. Und da frage ich mich, ob man sozusagen rückblickend oder von der jetzigen Position aus das anders bewerten würde. Stand jetzt würde ich sagen, nein, aber auf der Strecke muss man sich das angucken. Mhm. Und ehrlich gesagt, was auch noch maßgeblich natürlich damit zusammenhängt, ist nicht nur sozusagen, was machen wir mit den Supplies und mit der Lieferung, sondern was machen wir denn, wie schnell kommen wir denn voran mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Kann sein, dass man das eine oder andere über den Nachhinein überdenken muss, aber da wäre ich jetzt gedanklich. Okay, das heißt also, die Grünen würden jetzt erstmal sagen, okay, wir stehen zu der Entscheidung, uns auf LNG zu fokussieren, das zu importieren aus den USA. Ja, das Entscheidende wird ja am Ende auch sein, dass man zum Beispiel die neuen Netze alle so baut, dass sie A2-ready sind und dass wir beispielsweise, wenn die Wasserstoff bringen, wenn es genug Wasserstoff gibt, hoffentlich irgendwann mal bald, aber es dauert ewig, wie wir wissen, dass wir auch dann dementsprechend nicht alles nochmal von neuem erfinden. Als Fehler will man den LNG-Deal also nicht sehen, aber so richtig happy scheint auch die Politik nicht mit dem Deal. Am interessantesten ist aber eigentlich der letzte Satz vom Interview. Und dass wir beispielsweise, wenn die Wasserstoff, wenn es genug Wasserstoff gibt, hoffentlich irgendwann mal bald, aber es dauert ewig. Ein schwieriges Versprechen, denn keine Frage, wir werden in Zukunft mehr Wasserstoff brauchen. Doch so einfach, wie es immer dargestellt wird, ist es auch nicht. Ich habe auch versucht, mit einem LNG-Terminal in Deutschland zu drehen, doch das war gar nicht so einfach möglich. Ich habe verschiedene Terminals angefragt, oft gab es keine Antwort oder auch eine Absage. Vom LNG-Terminal Brunsbüttel bekam ich zum Beispiel die Rückmeldung, im Augenblick gibt es leider auf der Fläche noch nichts zu sehen, nur eine grüne Wiese. Aber wir arbeiten gerade an einem Digital Twin und sind im Gespräch mit Fachhochschulen, wie man die Umrüstung in die Wasserstoffzeit dort begleiten kann. Auf ihrer Website schreiben sie, dass sie für die Zukunft den Import von Wasserstoff mitdenken. Wie das genau aussehen soll, das ist auch hier aktuell noch offen. Im Moment gibt es nur ein Schiff, das flüssigen Wasserstoff direkt transportieren kann. Es ist ein Pilotprojekt, welches noch bis 2030 gehen soll. Es gibt noch Alternativen über Umwege, so kann man den Wasserstoff in Form von Ammoniak oder LOHC transportieren. Die Technik dazu, die kennt man, allerdings sind auch hier die Kapazitäten aktuell noch viel zu gering und die zusätzliche Umwandlung kostet natürlich Energie. Und auch die Verteilung ist gar nicht so leicht, denn einfach ins Pipeline-Netz einspeisen ist auch nicht möglich. Wasserstoff kann nämlich mit Metall reagieren und so die Wasserstoffleitungen beschädigen. Deswegen müssen Gaspipelines erst überprüft werden, ob und wenn ja, unter welchen Bedingungen sie für den Transport von Wasserstoff in Frage kommen. Und war der LNG-Deal mit den USA nun wirklich so ein schlechter Deal? Es ist immer leicht, so etwas im Nachhinein zu bewerten.
Damals waren die Ängste groß und die Nachrichten zu einem Gasmangel fast hysterisch. Doch mit etwas Abstand kann man nun wohl sagen, dass viele Maßnahmen eine Überreaktion waren. Eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung kommt zu dem Schluss, dass wir deutlich mehr Kapazitäten haben, als wir brauchen. Und sie raten dazu, viele der Standorte nochmal zu überdenken und den Ausbau zu stoppen. Eine Bewertung, zu der selbst das Land kommt, das wahrscheinlich am meisten vom Export profitiert. Denn noch während ich an diesem Video hier arbeite, hat sich die USA unter Präsident Biden dazu entschieden, den Bau von neuen LNG-Terminals zu unterbinden. Zu groß seien die möglichen Folgen für unsere Erde. Und wenn man ehrlich ist, zu groß ist die Angst von Präsident Biden vor den Klimaschützern, die eine für ihn wichtige Wahlgruppe darstellen und die er vorher mit dem Ausbau der Erdgasförderung verärgert hat. Eine Entscheidung, die auch auf uns in Deutschland Auswirkungen hat. Eine interessante Wendung, die dieses Video hier genommen hat und ein spannender Einblick in dieses nicht nur technisch und wissenschaftliche, sondern auch höchst politische Thema, dass wir besser verstehen müssen, was es mit dem entweichenden Methan beim Fracking und bei LNG-Importen auf sich hat, das ist klar. Und tatsächlich hat sich hier auch noch mal etwas getan, kurz bevor ich das hier aufgenommen habe. Und zwar, mir wurde die Info zugespielt, dass Mathsat und Google einen Satelliten starten, der aus dem All Methanlecks feststellen kann und sie machen diese Information für alle zugänglich. Ziemlich starke Neuerung, die helfen wird, etwas mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Meine persönliche Meinung, nachdem ich mich mehrere Monate nun mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wir wissen einfach noch viel zu wenig. Oft habe ich widersprüchliche Aussagen zu hören bekommen. Jetzt wäre also eigentlich die Zeit, diese eilig getroffenen Entscheidungen noch einmal zu überprüfen und zu schauen, in welche Richtung es gehen kann. Diese Zeit muss sich die Politik nehmen. Bisher habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das genug passiert. Und ich will etwas betonen, das ich schon oft in meinen Videos gesagt habe. Wir müssen mit Abhängigkeiten aufpassen. Denn nachdem wir die letzte Krise gerade erst durch diese Abhängigkeit hatten, ist es eine gute Frage, wie stark wir uns direkt in die nächste Abhängigkeit begeben wollen. Und auch wenn immer wieder gesagt wird, dass es sich hier um Übergangslösungen handelt, frage ich mich, ob das wirklich stimmt. Denn die Ausmaße der Terminals, die ich auf meiner Reise gesehen habe, die sahen nicht nach Übergang aus. Das waren Ausmaße von einer riesigen Industrie, die gekommen ist, um zu bleiben. Aber was denkt ihr dazu? Wie bewertet ihr den LNG-Deal? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich möchte mich an der Stelle auch noch einmal bei allen bedanken, die mir bei der Recherche von dieser Doku geholfen haben. Es war das mit Abstand aufwendigste Video, was ich seit langem gedreht habe. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, teilt es gerne, damit möglichst viele Menschen mit dem Thema erreicht werden. Und lasst natürlich auch gerne ein Abo da und macht die Glocke an. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Jakob.